Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach, und in diesem Video gibt es ein Channeling zu 9/11. Morgen am Samstag ist es ja soweit, da gibt es den 20. Jahrestag. Genau deswegen beschäftigt es mich vielleicht schon die ganze Woche, aber vielleicht auch, weil ich mit einem meiner Coaches gesprochen habe aus der Mediumsausbildung. Er war vor 20 Jahren in New York und er wollte eigentlich an dem Tag ins World Trade Center. Und da das Wetter so schön war und er was fotografieren wollte, ist er aber woanders hingegangen. Oder was heißt so schön? Es war so passend für die Fotografie und war dementsprechend nicht dort. Und da hatte ich wieder Gänsehaut, weil ich einfach gesehen habe, wie geführt ist alles. Und weil wir alle bestimmt noch irgendetwas damit verbinden, weil wir noch genau wissen, wo wir waren, als wir erfahren haben, was da passiert ist, genau aus dem Grund möchte ich jetzt dieses Channeling machen, weil es auch so präsent ist. Und an dieser Stelle vielleicht eins zum Hergang, ne? Es gibt ja unterschiedliche Theorien. Es gibt auch Videos, auf denen die Flugzeuge nicht zu sehen sind. Es gibt andere, die wieder als Augenzeugen bestätigen, da waren Flugzeuge. Also es gibt ja unterschiedliche Theorien, was da genau passiert ist. So oder so, was energetisch passiert ist, ist, dass da wirklich eine große Wunde hineingerissen wurde. Sehr viel Leid, sehr viel Schmerz, sehr viel Verzweiflung. Und das hängt eben drin, es hängt in unserer Kollektivenergie. Und durch diesen Jahrestag wird das nochmal verstärkt, werden diese Energien nochmal verstärkt. Und da finde ich es so oder so wichtig, dass wir unsere Herzensenergie hineingeben. Auch wenn wir selbst Leute kennen, die betroffen sind, auch wenn das wirklich ein großes Drama war und immer noch in unserer Energie drin hängt und man es auf keinen Fall verdrängen soll, so ist es doch wichtig, dass wir nicht mit hinein eintauchen in dieses Leid, dass wir nicht mitleiden, das Leid nicht verstärken, nicht in diese Opferrolle gehen und sagen, wie grausam ist die Welt, sondern dass wir wirklich in unserer Mitte bleiben, Herzensstrahlen dorthin schicken, Herzensstrahl in die Kollektivenergie hineingeben. Falls du gerade nicht weißt, wie das gehen soll, stell dir wirklich einfach vor, es kommt ein Scheinwerfer aus deinem Herzen, den schickst du Richtung New York, den schickst du hinaus in die ganze Welt und dann bist du schon zusätzlich zu deinem ohnehin wundervollen Sein eine noch größere Bereicherung für die Welt, beziehungsweise unterstützt die Energien an diesem Tag, dass sie sich nicht ins Negative drehen, sondern dass wir in den Energien wieder nach oben schweben. So, jetzt starte ich aber, ich verbinde mich mit der geistigen Welt. Ich weiß noch nicht, wer kommen wird, wen ich channeln darf und dann schauen wir mal, was für eine Botschaft zu 9/11 kommt. Unsere lieben Kinder, wir sind die weiße Bruderschaft. Wir sind immer in Licht und Liebe mit euch verbunden. Was geschehen ist, war ein Akt des Bösen. Es war die Dunkelheit. Es war die vergangene Zeit. All das sollte euch in diesem Gefängnis halten, in diesem Käfig der Dunkelheit. Als kleine Wesen, die nicht erkennen, wie viel Schöpferkraft sie in sich tragen, wie viel Licht in ihnen ist, welche Quelle unerschöpflicher Liebe sie in sich tragen. All das sollte euch in der dunklen, grauen Zeit halten. All das sollte dafür sorgen, dass ihr nicht voranschreiten könnt. Das Leid, der Schmerz, die Unsicherheit, die Verzweiflung, all dieses Gefühl der endlosen Dunkelheit, es wurde euch gebracht. In diesem Akt der Niederträchtigkeit und der Dunkelheit. Doch habt keine Angst. Ihr seid dem entkommen. Ihr seid herausgegangen, denn ihr seid in die neue Zeit übergegangen. Es seid ihr, die ihr es geschafft habt, weiterzugehen. Es seid ihr, die ihr euch nicht habt von dem Schmerz aufhalten lassen. Gedenken voller Liebe, Erinnerungen in eurem Herzen. All das ist es, was ihr liebevoll in euch tragt. Doch lasst euch nicht zurück in diesen Käfig der Dunkelheit einsperren. Denn auch wenn ihr es noch nicht fühlen könnt, so seid ihr jetzt frei. Die Freiheit ist es, was euer und unser Ziel war und immer noch ist. Schüttelt die letzten Ketten ab und lasst euch nicht von Dunkelheit beeinflussen. Das Licht ist der Schlüssel, das Licht ist das Ziel. Diese Dunkelheit der Vergangenheit soll euch nicht erneut einholen. Holt es euch nicht mit euren Energien, mit euren Gedanken, mit euren Erinnerungen zurück. Tragt alles liebevoll in eurem Herzen, die Erinnerung an geliebte Menschen, die Erinnerung daran, was Neues entstehen kann, wenn Altes zusammenbricht. Die alte Welt ist zusammengebrochen und die neue Welt ist kreiert worden. Ihr seid es, die voller Liebe alles erleuchten lasst. Lasst auch das erleuchten. Lasst die Erinnerungen euch nicht auffressen, sondern erfüllt alles mit Liebe.
Denn die Liebe kann erbauen, die Liebe kann kreieren, die Liebe kann erschaffen. Die Liebe ist es, die euch verbindet. Die Liebe ist es, die euch führt. Wir führen euch auf dem Weg in die Erleuchtung. Schüttelt das Alte ab, werft einen Blick zurück und seht, wie weit ihr gekommen seid. Seht, was in den letzten 20 Jahren eurer irdischen Zeit geschehen ist. Es ist vollbracht. Ihr braucht es nun nur noch real werden lassen. Manifestiert es in eurer Welt mit positiven Gedanken, positiven Gefühlen, mit Liebe und Licht. Dann kann euch nichts zurückholen. Habt keine Angst, habt keine Furcht. Ihr werdet nicht zurückgezogen. Es wird sich nicht wiederholen. Habt keine Angst, denn ihr seid beschützt. Ihr fürchtet, dass es wieder geschehen könnte. Doch glaubt uns, vertraut uns, wenn wir euch sagen, alles ist gut. Alles ist auf dem Weg. Ihr seid in der neuen Zeit und diese ist leuchtend. Das Alte bricht noch mehr zusammen. Doch es wird nie wieder so stark zusammenbrechen, zusammenfallen, wie es dort geschehen ist. Habt Vertrauen und geht mit Mut und Liebe voran. Alles ist gut. Wir beschützen euch, wir führen euch. Nehmt unsere Hand. Erinnert euch mit Liebe, erinnert euch mit Freude, erinnert euch mit Wohlwollen. Denn das ist es, was die neue Welt erstrahlen lässt. Blickt zurück und erkennt, was geschehen ist. Erkennt, dass sehr vieles geschehen ist. Auch wenn ihr manchmal glaubt, es tut sich nichts in eurer Welt. Es ist nicht wahr. Ihr wisst es, ihr fühlt es. Es ist so viel geschehen und es wird in kurzer Zeit noch mehr geschehen. Voller Liebe und Vertrauen gehen wir den Weg. Wir lieben euch. Wir sind an eurer Seite. Das Helle ist stark. Habt Vertrauen, denn das Dunkle wird immer dem Licht weichen. Das ist es, was ihr erkennen dürft und fühlen dürft. Das ist euer Schlüssel. Bringt Licht und das Dunkle wird weichen. Denn ihr seid es, die die göttliche Urquelle in euch tragt. Ihr und wir sind eins. Wir lieben euch, wir ehren euch, wir achten euch. Ich habe ein bisschen nasse Augen. Es ist so schön, was für Energien gerade geflossen sind. Vielleicht konntest du es mitfühlen. Und ja, das ist so wahr, ne? Wenn wir mal bedenken, 20 Jahre, was in diesen 20 Jahren passiert ist, wie viele außergewöhnliche Ereignisse wir hatten, in welcher Zeit wir jetzt leben. Auch wenn man eben mal nach außen blickt und denkt, oh, es ist alles verrückt. Alles ist auf einem guten Weg und ich spüre, ich habe das so in mir als dieses Urvertrauen. Ich spüre dieses beschützt und behütet sein und es ist so wundervoll und es bestärkt auch nochmal so meine Aussage. Wenn man zurückblickt, dann oder wenn ihr dann zurückblickt, vielleicht kommen nochmal die ein oder anderen Rückblicke auch, die dieses Leid schüren sollen, auch im Fernsehen. Blickt zurück und zwar nicht mit Wehmut, nicht mit Leid, nicht mit Trauer, sondern blickt zurück mit Freude, mit positiver Erinnerung an das, was war, mit wundervoller Erinnerung an die Menschen, die dort gegangen sind, an die Seelen, die sich da entschieden haben zu gehen und erkennt, was wirklich alles geschaffen und erschaffen wurde in den letzten 20 Jahren. Wir sind auf einem tollen Weg und auch wenn man das manchmal nicht erkennen mag, so ist es so und es tut sich was und das ist das Schöne, das ist das Wichtige und deswegen kann ich dich nur noch mal bitten, hab Vertrauen und geh wirklich in diese Energie mit hinein, voller Liebe und ja, schick deinen Herzensstrahl hinein, damit wir die Energien eben an 9-11 anheben und nicht weiter drücken lassen. Das ist der Schlüssel und das ist das Wichtige. Und in diesem Sinne danke ich dir von Herzen für dein Licht, für deine Energie und wenn du noch mehr Energie in die Welt bringen möchtest, dann schau gerne bei unseren Ausbildungen vorbei, bei der Mediumsausbildung oder jetzt auch ganz neu die Oela Tiercoach-Ausbildung, die ganzheitliche Ausbildung für Mensch und Tier. Da haben wir eine kostenlose Infoveranstaltung nächsten Dienstag, 14.09. um 19 Uhr. Völlig kostenlos, unverbindlich per Zoom, ungefähr eine Stunde. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann schau vorbei. Ich packe den Link unten und das Video und danke dir von Herzen für dein Strahlen und dein Sein. Bis zum nächsten Mal.